Hi, Burn Bricks aus Berlin. Ja, hier sind schon mal ein paar Teile von meinem neuen Set, Lego Technik, was wir jetzt auseinanderbauen werden, also ich, und dann wieder zusammenbauen. Blöd, oder? Der hat ein fertiges Set, baut auseinander, um dann wieder zusammenzubauen. 42008 aus dem Jahr 2013, 1276 Teile, der Service Truck mit Pneumatikpumpe hier drinnen, einer Batteriebox und einem M-Motor. War schon mit drinnen. Includes Battery Box Motor. Ich zeige euch mal kurz die Box. Die sieht jetzt ein bisschen abgerunzt aus. Ihr habt das ja bei eBay Kleinanzeigen zusammen mit dem Harvester, der übrigens schon komplett auseinander gebaut ist. Da werde ich dann mal die Chance nutzen und ein C-Modell bauen. Habe ich Bock. Da gibt es ja bei Rebrickable, ist ja ein Füllhorn der unendlichen Mock-Freunde. Aber ich werde mal ein bisschen softer anfangen. Wie bin ich auf den gekommen? Technik. Modelle interessieren mich. Komischerweise finde ich bei Technikmodelle LKWs toll. Wo mich sonst LKWs im Real Life so gar nicht interessieren. Ich weiß, sie sind wichtig, um Sachen von A nach B zu transportieren und mir mein tolles, sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Und sie machen auch tolle Sachen auf Baustellen und pipapo, trotzdem kriege ich regelmäßig auf der Autobahn Mordfantasien, wenn die Jungs sich überholen. Aber wir sind Freunde. Und wenn man bei Lego Technik so ein bisschen mal bei eBay Kleinanzeigen rumsucht, da gibt es ja diese riesen ikonischen Modelle, die schweineteuer sind. Ja, irgendwelche riesen Bagger, Raupen, Volvo, Dingsen, Bumsens. Und dann gibt es ja diese kleinen, uninteressanten Modelle und dann diese Zwischengröße hier. Und die zum Teil auch motorisiert sind. Gibt es ja jetzt nicht mehr. Ne? Du hast ja jetzt nur noch, wenn du jetzt Lego Technik motorisiert, powered up. Was kriegst du? Ein Speed Buggy, ein Random Rallye Auto, der Liebherr-Bagger, okay, der ist ja wieder jenseits von Gut und Böse, preislich. Aber jetzt mal so ein einfaches Mittelklasse-Modell, ne? Mit einer Batteriebox, Motor, die so 5-6 Funktionen hat, in der Größe, gibt's ja nicht, ne? Und deswegen habe ich mir den besorgt. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem anderen, nach dem Muldenkipper. Ja, bin dann bei dem gelandet, habe mir noch das Arktis-Fahrzeug besorgt. Gut, andere Sache. Also werde ich den jetzt auseinanderbauen, mir die Teile schön nach Farbe, Größe, Sternzeichen und Mikrokratzer, Verkratzungsgrad einteilen und dann wieder zusammenbauen. Ich hoffe, es ist vollständig. Wie gesagt, hier sind die Reifen drin. Habe ich noch. Hier sind die Seitenteile. Mehr habe ich eigentlich nicht dazu. Ich hoffe, es funktioniert. Ein bisschen Strippe, ein bisschen Schnur und fertig ist die Ruleruhr. Ne, das war was anderes. Gut. Ich baue auseinander. Wenn ich es auseinander gebaut habe, ich habe keine Lust. Ich habe vor 2 Tagen erst den Kader Telehändler Teleskoplader auseinandergebaut. Junge, Heidewitzka. Also immer diese Systemsteine, die sind ja bei Kader ein bisschen laschi, die gingen super auseinander, aber die Technik, boah, das ist so ein 3D-Wimmelbild. Ne? Du musst den Pin finden oder die Achse, die du ziehen musst, um, damit das Konstrukt auseinander geht. Ne? Das ist ja alles gekontert und gesichert. Mir taten gestern noch die Fingerkuppen weh. Es war so komplett taub. Ich hatte auch keinen Bock mehr. Ich habe zum Teil auch mit der Zange gearbeitet, habe auch nur 2-3 Teile drin gelassen, weil ich die so knirschige Geräusche gemacht habe und dachte, hey, soll der Gewinner des Sets, liebe Grüße nach Augsburg, lieber Roman, das Set ist unterwegs, Spaß haben wir das Ding wieder zusammenknippern. Viel Spaß bei den Kabeln. Egal, ich baue auseinander und dann gucken wir uns das zusammen an. Bis gleich. Da ist er. Was aussieht wie ein gut sortierter Baumarkt hier mit Schräubchen, Müllerchen, Nägelchen und sonstigen Zubehör, ist einfach nur ein zerlegter Service-Truck. Das soll er werden. 3 Anleitungen haben wir. Ich ändere gleich die Perspektive. Dann können wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, noch mal ein paar spezielle Teile angucken oder einfach mal einen Blick werfen, damit wir wissen, was auf uns zukommt. 2 Stunden habe ich gebraucht, dann hatte ich ihn wieder auseinandergenommen. Ey, macht keinen Spaß. Also Leute, die jetzt zum Beispiel bei Bricklink verkaufen,
und sich so Sets oder Konvolute ankaufen und die dann händisch auseinandernehmen. Boah, ey, die ganzen Pins raus. Ein paar von diesen halben Pins habe ich auch gar nicht rausgekriegt mehr, zwei, drei. Diese Strippen hier, wo der Haken dran ist, habe ich auch nicht auseinandergenommen, wenn es schon mal alles verknusert ist. Aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube, die Kanangelenke, die sind ja bei Lego immer schon montiert. Die sind auch noch zusammen. Aber ansonsten habe ich es zerlegt, das Gerät. Ach so, naja, okay. Ich glaube, hier die. Ja, nein, nein, nein. Hier die angedeuteten Signallichter habe ich noch drauf gelassen. Aber ansonsten ist es zu 98% zerlegt. Gut, dann ändere ich jetzt die Perspektive. Dann können wir noch mal ein bisschen in die Anleitung gucken und uns ein paar Teile angucken. Und dann wird losgebaut. Ich freue mich. Ich habe Bock auf das Gerät. Ah, sieht ja schon viel besser aus. Das hier sind übrigens die Achsen. Ordentlich, ordentlich. Auch dunkelgrau, hellgrau, schwarz und Sand, ein bisschen Tan. Farbtechnisch ist das hier alles sehr ordentlich. Und diese kleine Box hier, die Teile, das ist das Einzige, was Systemsteine sind. Der Rest, alles Technik. Alles Technik. Paneele. Die Aufkleber sind zum Teil echt mies aufgeklebt. Also ich habe ja nichts gegen Aufkleber. Können so rough gemacht werden, wenn sie es verschöner machen, aber siehst du das hier? Das ist wirklich ein kapitaler Hecht. Also, boah. Keine Ahnung, ob Herr Maulwurf es gebaut hat oder jemand mit drei Fingern. Ich weiß es nicht. Haben wir sonst noch? Hier ist der Aktuator mit seinem Kardangelenk dran. Hier auch nochmal zwei Teile. Die Pneumatik habe ich jetzt mit den Schläuchen hier auch erstmal im Großen und Ganzen so zusammenlassen. Hier ist doch die Pumpe. Die Pumpe ist hier. Geil, Pneumatik. Das letzte Set war der Forester. Nee, ich will mal Forester sagen. Forester gefunden, nee, Forester gesucht. Der Harvester. Die Technik funktioniert auch unspektakulär. Ne? Man kennt es. M-Motor mit Batteriebox hier. Er läuft wie eine Eins, die Maschine. Sehr gut. Zahnräder. Auch eine Stoffringe. Also, ich sag mal, 0815 will ich jetzt nicht sagen, aber ein Technik-Set, ne? Jetzt nichts Besonderes. Ich kannte es auch nicht, war mir auch nie geläufig, durch Zufall drauf gekommen. Schön grün. Also, grün gefällt mir. Also, hier die. Alles mit Liftarm und Panels. Das ist super. Das passt. Es ist auch keine verrückte Farbe. Es gibt ja so Leute, die stört es. Das Verrückteste und Auffälligste ist noch das Gelb, aber ansonsten ein bisschen Rot. Das passt. Die Pins, ja, die sind blau. Ganz überraschend. Ja, da. Das war der Reifen. Davon, genau, die zeige ich euch auch nochmal. Davon haben wir 2, 4, 6, 7, 8. Einer liegt unten. Ich weiß jetzt nicht, welche Größe das ist oder auf welchen Sets die noch gibt. Vielleicht gucke ich mal. Ich werde mir nebenbei nämlich mal Rebrickable aufmachen, falls mir ein Teil fehlt, dass ich es gleich gucken kann, beziehungsweise mir ordern kann. Es sollte vollständig sein, wurde mir vom Verkäufer versichert, aber ja, ne, wir leben in schwierigen Zeiten. Mal gucken, ob alles so stimmt. Also, ich fange mit Anleitung 1 an. Ach so, Anleitung, ja, Anleitung ist ja auch noch wichtig hier. Wir gucken mal. Genau, hier wird mir erklärt, wie ich die Batteriebox zu befüllen, zu öffnen habe. Hier, dass ich ein glücklicher Bauer bin, wenn ich nach Anleitung gehe. Ansonsten sieht es so aus. 2013er Anleitung. Ich glaube, das kriegen wir hin. Hier werden noch ein paar. Ich mal gucken hier. Bauschritt 5, 2, 3, 4, 5, 7 Teile mit einmal verbaut. Achsengrößen und Liftarmgrößen werden angezeigt. Ja, ich glaube, oh. Geil hier. Bauschritt 42 ist mit Soundeffekt. Klick. Klick. Sehr schön. Ich freue mich. So, jetzt fange ich aber an und baue die Chaise zusammen. Bis gleich. Bauschritt 28 ist fertig. Wir haben sie unter Konstruktion hier aus Liftarm, Achsen und Pins gebaut. Ihr seht, wir werden zwei, also nee, wir werden vier Reifen lenken,
zwei Achsen oder sind es dann vier Achsen, wenn die einzeln sind? Naja, egal, jedenfalls vier Reifen werden gelenkt. Hand-of-God-Steuerung. Läuft ganz geschmeidig, ganz easy. Lego-Technik, ne? Das können sie. Ja, das ist witzig. Gestern Abend hatte ich den Klotz hier noch in der Hand und habe ihn auseinandergebaut. Jetzt beugen wir zusammen. Das ist eigentlich ziemlich bescheuert. Da denkst du auch so, ey Leute, draußen stirbt der deutsche Wald und du baust Plastik auseinander und wieder zusammen. Ja, aber es macht doch Spaß, ne? Und der Bauspaß ist ja auch der Weg dahin. Also, der Weg dahin ist der Bauspaß. So rum. Und schließlich, als ich das Modell gestern Abend habe, habe ich es ja nicht zusammengebaut, sondern jemand anders. Und wer auch immer die schon mal besessen hat, hier sieht man jetzt, hier ist so ein Teil. Mal gucken. Da sind Bissspuren dran. Also, oder irgendwelche Werkzeugspuren. Wer weiß, wie oft der schon auseinandergebaut wurde. Wir gucken mal, vielleicht baue ich ihn ja nochmal auseinander und werde ein schönes B- oder ein C-Modell draus bauen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Wir werden ihn wachsen lassen, unseren Service Truck. Wieder sind wir ein Stück weiter. Hier haben wir praktisch nur noch mit hinten angebaut, um ihn zu verlängern. Den Rahmen, das Fahrgestell. Hier wird sich nicht weiter ändert, aber wir sind sehr, sehr technisch geworden. Und zwar hier haben wir ein Herzstück gebaut. Hier ist die Pumpe verbaut, hier schon der erste Schlauch. Hier drin ist ein Getriebe, Schaltung, Getriebe. Ja, Getriebe nennt man das, ne? Wenn man noch verschiedene Funktionen umsteuert. Baut sich so weg, ne? Ist sehr technisch, aber die Anleitung führt einen wunderbar durch. Hier unten sieht man es, ich zeige es nochmal rein, da. Ohne Probleme. Also ich hatte bisher keine Probleme. Hier ist auch schon der Aktuator dran. Macht Spaß. Bin immer noch in Heft 1, also in Bauheft 1, hier Anleitungheft und bin auf Seite 49 und werde bis zur 75 weiterbauen. Dann soll ich zu Heft 2. Gut, dann baue ich weiter und schicke euch dann wieder neue Infos, wenn es irgendwas zu sehen gibt. Ne? Also hier gibt es nicht viel zu sehen. Sei denn der geneigte Ingenieur kann sich da nicht satt sehen. Dann nochmal kurz gedreht. Ne? Ist praktisch jetzt so ein bisschen Pornhub für Zahnräder. Tschüss! Wir sind im Heft 2 und da ist es Bauschritt 57, den wir jetzt machen werden. Und ihr seht, es ist schon ein großer Klotz Technik. Ich finde es faszinierend. Da schraubst du, bastelst du, setzt du zusammen und am Ende kommt ein funktionierendes Technikset raus. Hier hinten auch schon die kleinen Aktuatoren eingebaut, die laufen auch hier. Ups, da laufen sie, ja. Funktion wird später als der Motor machen. Der hier unten sitzt, der M-Motor. Da ist er drin. Kabel ist hier vorne. Ansonsten ist noch nicht schön sichtbar. Wir sind immer noch am Funktionen bauen. Zahnräder, Achsen, Liftarme. Geht voran, geht voran. Macht Spaß. Ich glaube, genau, ein Zahnrad habe ich noch. Ich tippe mal fast oben, das ist für die Hand-of-God-Steuerung. Ansonsten habe ich fast alles verbaut an Zahnrädern. Die Pumpen hier, beziehungsweise die Pneumatikteile kommen noch rein. Jo, noch ein bisschen Rahmen und dann geht's an schön machen. Gut, ich melde mich wieder. Bis später. Anleitung Nummer 2 ist fertig und so sieht's aus. Wir haben hinten den kompletten technischen Teil zusammengebaut. Hier vorne ist auch die Batteriebox drin, leider keine Akkubox, Batteriebox. Hier vorne haben wir schon angefangen, die Führerhaus zu bauen. Das sind die Sitze. Hier hinten der erste Teil vom Fahrgehäuse. Ist hier alles aus Liftarm gebaut. Ich denke mal, heutzutage würde Lego dafür einfach nur einen Rahmen zusammenschustern bzw. einen beipacken. Aber das hier sind locker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grüne Liftarme. Die Technik funktioniert hier hinten. Auch die, ich zeige sie mal rein, die ganze, ups, Schläuche. Ihr seht jetzt die Pumpe, die Hydraulik. Wir haben hier hinten so ein, denke mal fürs Abschleppen, dass die Fahrzeuge rauf können. Reinibord, funktioniert mit den Pumpen. Ist sehr witzig. Ich muss mich noch durchfuchsen, weil machen wir eine andere Review. Aber ihr seht hier an dem gelben Hebel, zack, 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 wird eingestellt, die Funktion. Hier werden die anderen Funktionen eingestellt. Hier oben an den Hebeln, da
wird die Pneumatik geregelt. Ja, es war schon ganz wild. Es funktioniert. Ich bin begeistert und ich würde ja fast behaupten, dass vom technischen Anspruch das Modell hier mehr mich fordert als der Kader Teleskoplader. Der hat zwar mehr Motoren, aber irgendwie von den Funktionen habe ich das Gefühl, ist technisch hier mit dem Getriebe und den Umschalten mehr untergebracht als bei dem. Gut, hier muss ich nicht so viel quetschen, da war halt große Kunst, die Kabel reinzuquetschen. Das hier, die Kabel hier, also diese Schläuche hier anzuschließen, geht ganz in Ruhe mit ein bisschen Geduld. Funktioniert die Anleitung, zeigt dann auch wunderbar, wo, wann, wie, welches Schlauchteil irgendwo rangesteckt werden muss. Und auch hier mit den Zahnrädern, also funktioniert. Würde ich sagen, ist ein, da würde ich jetzt sagen, anspruchsvoller. Ich sag mal so, wenn es ein Anspruch ist, Kabel irgendwie kompakt irgendwie reinzuquetschen und viele Motoren in ein kleineres Modell unterzubringen, dann war der Kader anspruchsvoller. Ich glaube, von der technischen Umsetzung ist das hier für mich mehr Technik. Sie hatten beide was, aber ich würde fast sagen, dass das Modell hier mehr Spaß macht. Definitiv mehr Spaß. Ich freue mich auch schon, wenn er jetzt das Buch Nummer 3 anfange und ihn fertig mache. Ich denke mal, jetzt geht's ans Verputzen, Verkleiden, ums Schicki machen, damit wir groß ausfahren können. Ja, ich baue ihn fertig und melde mich dann nochmal. Da ist er. Er ist fertig, unser Service Truck. Bauanleitung Nummer 3 hat praktisch nur noch ihn uns verkleiden lassen. Da war kein einziges technisches Teil mehr, keine Funktion wurde hier verbaut. Nur noch schick gemacht. Ja, die Aufkleber sind vom Vorbesitzer oder Vorbesitzern echt mies aufgeklebt worden. Ich weiß nicht, hier, also zum Beispiel diese große hier. Ihr hört's da. Keine Ahnung, die kleinen sind gut aufgeklebt, die großen total verkackt. Ich weiß nicht. Ich hole euch jetzt in die große Perspektive und dann werden wir hier mal ein bisschen die Funktion durcharbeiten. Das sind einige, kann ich euch versprechen. Das sind einige. Großartig. Wie gesagt, ich hole euch jetzt in die Perspektive groß ran. Anguck, vorführ, tadadada, Perspektive. Bis gleich. 42.008 in voller Pracht. Oh, es ist vollbracht. Oh Gott, er reimt. Wir lassen es. Sorry. Bevor wir jetzt zu den umfangreichen Funktionen kommen von diesem ziemlich geilen Gerät. Mal stärken. Stellt sich für mich eine Frage, die mir so aufkam während des Bauens, Ausprobierens. Leo, hallo, was verkehrt bei euch? Warum gibt es sowas zurzeit nicht? Warum gab es sowas seit längerem nicht mehr? Das hier ist 2013. UVP 109,99 Euro, 8,62 Cent pro Teil. Warum, Lego? Warum macht ihr sowas nicht? Warum gibt es sowas nicht? Oder sowas hier. Der ist jetzt noch ein bisschen spartanischer. Der Kirschpflücker hier. Aber auch Batteriebox, Motor, M-Motor. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4 Funktionen. Warum? Warum muss ich irgendein Senna, Ferrari, Porsche, Schnicki, Schnacki, wo ich die Türen aufkriege, wo ich ein bisschen lenken kann, wo ein Motor mitklackert? Bruder, baut sowas hier. Solche Geräte wollen wir. Und ich würde sagen, ich möchte jetzt nicht den Begriff geschnitten Brot verwenden, aber das ist, würde sich verkaufen. Das hier ist für mich Technik. Ja? Ich bin jetzt kein Ingenieur, kein Fachwissen und auch kein Mocker und kein Nerd-Zusammenbastler, Zahnrad-Übersetzungskenner. Aber das hier fetzt. Ich stelle hier was an Getriebe ein, ich drücke hier einen Hebel und dann bewegt sich da was, dann geht was rein, dann geht was raus, dann schalte ich andersrum aufs Getriebe, dann funktioniert es gleichzeitig. Was manchmal doof ist, wenn sich dann die Strippe verheddert, aber ansonsten, geiles Set. Ja, muss ich mal jetzt so altdeutsch sagen, geiles Set. Es hat wirklich Spaß gemacht. Hier sind 21, müsste nachzählen, normale Normsteine drin, also hier Systemsteine, der Rest ist alles Technik. Achsen, Zahnräder, Panels, Liftarme, Motoren. Warum kriege ich sowas nicht? Warum kriegt ihr sowas nicht hin? Sowas.
Und ich habe ja noch liegen, das Polarfahrzeug auch motorisiert und den Muldenkipper auch motorisiert. Also motorisiert immer mit einem M-Motor und der Batteriebox. Ja? Ich will ja nicht meine Akkubox, reicht der Batteriebox. Ich will keinen App-Schnicki-Schnacki-Scheißbums hier. Das Ding hier. Kannst du irgendwo in Brandenburg tief in der Heide aufbauen, im Wald. Kannst du steuern, kannst du spielen. Brauchst keine App, brauchst keinen Empfang, der funktioniert. Funktioniert auch in 20 Jahren noch, das Ding hier, ne? Bei guter Pflege. Der hier wurde schon mehrmals zusammen und auseinandergebaut. So fühlen sich einige Teile an und einiges wurde auch schon ausgetauscht. Aber er funktioniert. Er läuft 1A super. Das seht ihn euch an. Er sieht einfach spitzenmäßig aus. Und es ist ein random, irgendein LKW-Dingsbums-ähnlich aussehendes Fahrzeug. Da muss nicht irgendwas draufstehen. Wobei, wenn sie Mercedes draufgeschrieben haben, bei LKWs hat es ja bisher geklappt. Aber es geht super ohne Lizenz. Ja, spart euch die Kohle, steckt ein bisschen Euros in die Funktion rein und die Leute haben euch wieder lieb. Und ihr müsst nicht irgendwelche Container wegflacken und euch super unbeliebt machen und so einen Shitstorm auf euch ziehen. Habt ihr nicht nötig. Ihr seid konkurrenzfähig, auch ohne solche komischen Aktionen. Hier, 2013. Und das Ding würde heute noch funktionieren. So, genug geschwafelt. Lego, bitte. Ich möchte sowas. Oder auch sowas. Hier auch. Ming. Der ist ein bisschen umfangreicher. Ihr seht schon, Hand of God Steuerung hier unten. Es werden zwei Achsen, vier Räder, vier Achsen, wie auch immer, gelenkt. Damit hat er einen sehr coolen Wendekreis. Lässt sich gut bespielen. Ja, befahren macht echt Spaß. Er kann die Türen aufmachen. Das ist keine Funktion. Das ist irgendein, ist on the top. Ja, dachte sich Lego, hey, komm. Jetzt haben wir denen hier so viele Zahnräder, Getriebe, Pneumatik reingehauen. Dürfen sie die Türen aufmachen. Super. Er hat keinen mitlaufenden, klackernden 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 16 Zylindermotor, V8, V7. Er hat gar nichts. Der findige Bastler könnte wahrscheinlich hier noch was reinbasteln. Obwohl er schon ziemlich kompakt zusammen ist. Er hat hier. So ein richtiger Mocker findet auch noch überall Platz. Von den Farben her ist es hier alles normal. Also manche finden, es gibt komische Farben, manche, es gibt keine komischen Farben. Bei diesen Technikmodellen, wo für mich der Fokus auf Technik liegt, bin ich großzügig. Ja, blaue Pins, ja, man sieht sie. Und vielleicht sieht man hier auch rote Teile, wo man sich fragt, ihr habt diese Teile ja auch in Grau oder Schwarz, warum habt ihr sie nicht genommen? Egal. Der hat Pneumatik. Pneumatik. Funktionen waren wir. Funktionen, Funktionen. Also, ich hoffe, ihr könnt das technisch richtig alt erklären und ihr seht es auch. Hier vorne, Karlsmann, ist ein schwarzes Panel mit einem Aufkleber drauf, was uns die Funktion zeigt. Auf der anderen Seite gibt es das auch. Hier. Das werde ich jetzt mal hochklappen. Bam, 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 bam. Und dann seht ihr dort einen gelben kleinen Hebel. Der steuert zwei Funktionen. Rechts-Links-Einstellung. Auf der anderen Seite, ihr werdet es kaum glauben, das gleiche. Auch ein Hebelchen. So, jetzt muss ich mal schauen, dass die beide in Nullstellung sind, weil die Funktionen arbeiten auch gleichzeitig. Was, wenn du den Arm hochklappst und gleichzeitig den Enterhaken einsammelst, Verwirrung im Getriebe sorgen kann. In Form von aufgewickelter Strippe. Deswegen ist hier auch weiß drin. Original ist sie schwarz, aber die musste ich leider zerlegen, um neue einzufädeln. Mit einer Pinzette, einer Rouladennadel. Technik halt. Gut, fangen wir erstmal mit den Pneumatik, machen wir zum Schluss. Ne? Heben wir uns das Highlight zum Schluss auf. So, ihr seht es nicht, aber ich kann es euch schildern. Jetzt mache ich eine Klappe hoch. Jetzt lege ich den gelben Hebel. Vielleicht hört man das. Achtung. Ah, es hat gleich geklickt. Ganz nach rechts. Hier ist der graue Haken, der ist aus Plastik. Und jetzt, Achtung. Man sollte auch den Hebel richtig einstellen. So. Right. Jetzt. Geht der Haken rein. Hier ist jetzt kein Widerstand dran, deswegen muss ich ein bisschen ziehen. Und oh Wunder, es dreht sich auch in die andere Richtung. Geil. So. Jetzt stelle ich den gelben Hebel hier auf die andere Seite. Jetzt, Moment, der Aufkleber sagt mir die hinteren Stützen. So. Zeig mal, das sieht man hier ein bisschen schlecht. Geht jetzt um die beiden hier hinten. Achtung. Okay, wir sind am Ende.
Da. Man sieht es, sie bewegen sich. Und jetzt die andere Richtung, sie bewegen sich auch wieder rein. Ist der Hammer. Ist der Hammer. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Verkäufer, der mir hier 6 Akkus drin gelassen hat in der Batteriebox. Gibt einen grünen Daumen und einen Spardaumen für mich. So, haben wir in die Nullstellung zurückgebracht. Jetzt machen wir das Klappste Schuh, ne? Jetzt machen wir hier drüben die Klappe auf. Und jetzt achten wir auf den langen roten Arm. Den werde ich jetzt heben und senken. Achtung! Der Aktuator fährt sich ein. Der wird angesteuert über ein Kardangelenk. Halt. Und der geht auch wieder hoch. Wir müssen nur aufpassen, weil es gibt dieses hässliche Klack, 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 Klack gleich. Funktioniert auch so. Jetzt werden wir die alten Kollegen mal pumpen lassen. Hier unten wieder. Jetzt stelle ich auf die Pneumatikpumpe. Habe hier oben 1, 2. Ich zeige euch das mal kurz so rein. Hier rechts und links jeweils oder oben und unten gelbe Hebel, mit denen ich die Pumpen bedienen kann. So. Hier ist es wurscht, hier gibt es nur Pumpen. So, dann schmeißen wir mal die Pumpe an. Sounds like a melody, ihr hört es, oder? Jetzt wird die Pumpe gemacht. So, jetzt theoretisch müsste ich den Arm ausfahren. Achtung, halt, lass mal einfahren. Okay, zack. Aha, funktioniert. Achtung, und wir fahren ihn wieder aus, zack. Und wir fahren ihn ein, zack. Und wir fahren ihn, na komm, aus. Können den ganzen Tag machen. So. Jetzt haben wir einen Arm ein- und ausgefahren. Ich mache mal kurz die Dingchen. Und jetzt können wir hier hinten diesen Teil hier hinten, dieses Teil, Achtung. Und, babsch. Und wir fahren es wieder auf. Zack. Und, na komm, ja. ich muss meinen kindlichen Spaß entschuldigen, aber es ist mein erstes Pneumatikmodell und, als ich den Karton gelesen habe, Pneumatik und diese Schläuche sehen, dachte ich, das ist so ein bisschen bei dem großen Liebherr, da sind so angedeutete Schläuche ein bisschen fake. Und dann war da aber diese kleine Pumpe und dann dachte ich so, damit wollen die? Ja, sie wollen, es funktioniert. Ich bin begeistert. Pneumatik funktioniert, Zahnräder, Getriebe, es funktioniert alles. Und die 8 Jahre alte Modell. Mehrmals auseinander und zusammengebaut vom Vorbesitzer, von mir nur einmal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Und es hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Originalpreis damals 109,99 Euro. Ich glaube auch kaum, dass der 2013 mit 20% irgendwo in den Markt geschmissen wurde, um mit leer zu, also um die Regale leer zu kriegen. Also das ist einfach ein geiles Modell. Wie die mit den Funktionen hier geaßt haben. Ne? Pneumatikpumpe, dann. Wie heißen eigentlich diese kleinen gelben Dinger, wo die Luft rein... Zylinder, ne? Ist der Luftzylinder? Pneumatik-Luftzylinder? Korrigiert mich. Davon sind 1, 2 drin. Batteriebox, Motor, Lenkung. Es gibt keinen klackernden Motor. Brauchen wir nicht. Geil, oder? Lenkrad dreht sich nicht mit. Egal. Hier. Alleine hier hinten kannst du ein Kind. Oder ein Kind 10 bis 16 kannst du beschäftigen. Mich beschäftigt es auch schon mehrere Stunden. Gestern Abend ausprobiert, ist er fertig geworden. Großartig. Großartiges Technikmodell. eBay nochmal geguckt. Also mindestens, ihr müsst mindestens so um die 90 Euro einplanen. Das ist schon mit Versand und Anleitung und nach oben, wenn es kein. Es ist nichts offen. Also wenn ihr den Original verpackt haben wollt, neu, also nie benutzt, seid ihr so um die 200-300 Euro. Habe ich alles schon gesehen. Nach oben sind noch weitere Verrückte auf eBay unterwegs. Auf Bricklink ebenfalls. Großartig. Also ich bin begeistert. Meine Batterie ist gleich alle. Sehe gerade von meiner Kamera. I like Technik. Jetzt gibt es gleich einen Cut. Und dann sage ich nochmal auf Wiedersehen. Also, bis gleich. Also ähnlich endete der letzte Schnitt. Ja, wir wollen uns nochmal richtig verabschieden. Falls ihr nicht habt, kauft ihn euch. Lohnt sich. Wie gesagt, Spaß, Spaß, Spaß. Viel Funktionen, Bauspaß, anspruchsvoll. Ein schönes Stück Technik, so wie ich das haben möchte. Jetzt nicht zu groß,
eine Preisklasse, die man sich noch leisten kann, die man auch sich leisten will. Und dafür bekommt man noch eine Menge Spaß geboten. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen hoch. Kommentar, wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn ich Blödsinn gequatscht habe oder ihr einfach nur mal hey, hallo sagen wollt. Abo ist auch nicht verkehrt, es kommen regelmäßig Videos, ich weiß gar nicht, als nächstes ist mal, glaube ich, wieder so ein Auspackding dran. Da sind wieder einige Sachen gekommen. Oder ich baue ein bisschen Lego Technik, ich habe ja noch zwei Modelle. Ich bin jetzt ein bisschen angefixt mit diesem Ding hier. Macht's gut.